Jo Leute, wir machen heute wieder zwei verschiedene SBCs, die ich aber erst morgen hochladen werde, weil heute am 15. schon drei Folgen kommen. Das ist mehr als ausreichend. Wir machen jetzt die 80 plus, in der nächsten Folge machen wir die 81 plus dreimal. Einmal zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. Ich habe aber hauptsächlich tatsächlich nur Spieler genommen, die ich im Verein hatte. Selten mindestens zwei. Gold müssen sie sein. 45 Teamchemie und 8 Spieler müsst ihr im Verein haben. Das heißt, ihr braucht 45 Chemie habe ich. Dreimal dieselbe Nation. Und hier halt zweimal. Oder ihr bildet halt Dreiecke von mir aus. Die drei. Hier die drei müssten halt zusammen sein. Und hier, oder? Oder ihr macht halt zwei Nationen. Einmal Portugal, einmal, was weiß ich, Russland oder so. An sich ist es völlig egal. Aber Hauptsache, ihr macht wirklich Erstbesitzer und haut die so ein bisschen weg. So Spieler, die man halt nicht braucht. Jetzt bei der nächsten SBC ist es noch schlimmer. Da sind Spieler, die ich nicht linken kann. Die habe ich einfach alle reingehauen, egal wie. Frederico Venancio, Erstbesitzer. Hernani habe ich gekauft, weil ich einen Portugiesen brauchte. Adrian Silva, Erstbesitzer. Aziz, Erstbesitzer. Brady, Erstbesitzer. Galeno, Erstbesitzer. Martins, Erstbesitzer. Iuke, Erstbesitzer. Ich hatte kein RM, deshalb musste ich mir einen tatsächlich kaufen diesmal. Vor die zweimal war es kostenlos für mich. Quasi. Mit Müllspielern. Also diese 75er und so, da mache ich mir auch keinen großen Hehl draus. Ich bin froh, wenn es weg sind. Und jetzt hoffen wir, dass wir mal was ziehen, was Geiles. So schon mal nicht. Zumindest ein Rüdiger, der wäre 4K wert. Komm, einmal ein Freeze-Spieler. Ja, dann lieber Pavard. Den könnte ich vielleicht linken in der SBC. Und jetzt bitte, 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 bitte. Dann eher Ramsey, den ich für SBCs brauche. Also ich habe keinen gekriegt in der 80 plus, aber ich habe auch keinen 80 Spieler gekriegt. Ich habe wirklich 81 und 82 bekommen. Die kostet 6K. Man kann sein Glück probieren. Ich habe jetzt dreimal Pech gehabt. Ich werde jetzt nächste Woche zum Icon Swaps, ich weiß nicht, ob der zweite Teil kommt, aber auf jeden Fall kommt der zweite Teil von den Freeze-Spielern. Werde ich es nochmal dreimal probieren mit der 80 Plus und mit der 81 Plus. Vielleicht klappt es ja. Schreibt in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Ich hatte mal wieder nur Mist.